Die lassen sie wieder einfach da hängen, weißt du, so, oh ja, ich geh jetzt mal Feierabend machen, tschüss, du kommst ja da zurecht. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Not Included ist auch der Treibstoff von unserer Rakete, nämlich der Dampf, der heiße, den wir brauchen, um die Rakete zu betreiben, meine lieben Freunde. Wir haben ja noch das erste olle Raketendampftriebwerk. Es gibt später noch ein geileres, wurde mir schon gesagt. Das können wir ja theoretisch auch bei Forschung, wenn wir denn entsprechend hier die Weltraumforschung schon hätten, könnten wir das in Auftrag geben. Können wir aber noch nicht, weil wir noch keine Forschungsmission absolviert haben. Und weil wir dafür halt den Dampf für dieses Triebwerk brauchen. So, das heißt, der Plan ist jetzt, Dampf in dieses Triebwerk reinzukriegen. Und wie machen wir das? Ich habe schon eine gewisse Idee. Und zwar werden wir jetzt einfach mal, die sind ja gerade am Schlafen, die Nasenlosen. Und hier ist auch gerade wieder ein Meteorschauer am Start. Wir werden jetzt einfach mal hier diese zwei Ziegel hier Dinger hier, Erdblöcke oder was auch immer das ist. Sedimentgestein, genau. Werden wir jetzt einfach mal weggraben, ja? Wenn die dann gleich das machen. Und dann werden wir an der Stelle erstmal eine Lustschleuse einsetzen, ja? Wir haben ja Salzwasser, ja? Und das ist ja schon 30 Grad warm. Das ist also schon relativ, ja, relativ warm. Ist angenehme Badetemperatur, würde ich jetzt mal sagen, ja? Ist schön, schön nice, wenn man Urlaub macht, kann man in diesem Salzwasser ganz gut baden. Der Plan ist aber, dass 166 Grad heiße Regolith, das ja unter Weltraumeinwirkung hier aufgeheizt wird, außen, abrutschen zu lassen. Und zwar hierhin. Ja, und dann hier dieses isolierende Abyssalit, das hält ja die Wärme ab. Das kühlt ja, wenn wir uns das mal angucken. Hier ist es ja blau, minus 56 Grad, ja. Dass wir das wegmachen und dann hier das heiße Regolith reinrutschen lassen. Das rutscht ja nach unten wie Sand. Und damit könnten wir theoretisch, in der Theorie, ich weiß nicht, ob es funktioniert, damit könnten wir theoretisch völlig ohne Energieaufwand das Wasser erhitzen und den Dampf entsprechend dann abpumpen direkt ins Triebwerk. Ob es funktioniert? Keine Ahnung. Aber wir probieren das, ja. Wir brauchen da natürlich auch noch eine Gaspumpe und solche Sachen. Ja, vielleicht klappt es auch nicht, vielleicht geht es auch schief, keine Ahnung. Ich mache da mal jetzt noch eine Leiter nach unten hier, ne? Da müssen wir auch noch hier diese scheiß Pflanzen hier, die müssen wir entwurzeln. Die sind nämlich im Weg, da können sie wieder nicht unten rumlaufen. Hier, das muss alles weg. Alles entwurzeln, alles Tabula Rasa machen hier. Und dann können wir hier nämlich auch das noch weggraben lassen. Und dann lassen wir das hier noch weggraben. Dann machen wir hier mal ein bisschen unten frei, damit das ein bisschen runterrutscht, das Wasser. Damit wir hier oben eine Gaspumpe installiert kriegen. Da wird auch schon das Goldamalgam geliefert und da wird es aufgemacht. Hervorragend, nice. Und da wird schon die Luftschleuse gebaut, nicht schlecht. Sauber, sauber. Wärmeaustauschziegel bauen, statt das Regolith einfach reinrutschen lassen. Ja, die Wärmeaustauschziegel, die sind leider immer sehr teuer, habe ich so den Eindruck. Ah, guck mal, da ist schon was verdampft sogar, glaube ich. Das ist normales Wasser und ich glaube, das... Ja, guck mal, da ist schon Dampf ausgetreten tatsächlich. Nicht schlecht. Dann können wir den ja mal... Können wir das Wasser ja wegwischen. Warum ist denn das schon verdampft jetzt? Wegen Vakuum? Das wäre ja einfach. Da müssten wir ja nicht mal das Regolith runterrutschen lassen. Wenn das eh verdampft. Aber ich weiß nicht... Ich weiß halt nicht genau, wie das jetzt ist. Also kann denn Wasser bei Oxygen Not Included, wenn es mit Weltraum in Kontakt gerät, verdampfen? Offensichtlich scheint das ja so zu sein. Weil hier sehen wir ja zum Beispiel auch... Hier ist ja auch Dampf drin, ja, wenn ich hier gucke, Dampf. Und hier ist ja auch ein bisschen so ein leichter Streifen Weltraumeinfluss. Also offensichtlich ein Vakuum. Das heißt, wenn wir das Wasser mit dem Vakuum in Kontakt bringen, brauchen wir im Grunde eigentlich nur hier oben eine Pumpe bauen und das Ganze dann abpumpen. Es darf sich halt nicht abkühlen, bevor es in dem Triebwerk drin ist. Das ist so ein bisschen das Ding. Es darf halt nicht sich so abkühlen, dass es dann wieder... Ne? Dass es dann im Rohr vor allem dann platzt. Das darf nicht passieren. Ich mache jetzt schon mal eine ISO-Leitung, würde ich sagen.
Also wir brauchen ja offensichtlich eine Rohrleitung, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ja, wie kriegen wir die denn? Okay, das müssen sie mit dem Jetanzug dann machen. Jetzt kommen sie da nicht hin. Ich ziehe das schon mal bis hierhin jetzt. Wenn sie es mit dem Jetanzug... Wie ist denn das denn, wenn die Rakete startet? Werden dann die ISO-Ziegel zerstört? Also hier die Leitungen, oder? Das ist, weil es da heiß ist, durch die Meteoriteneinschläge. Aber die Tür ist doch gar nicht heiß. Die haben wir doch gerade erst gebaut. Guck mal, das ist gar nicht heiß. Das ist kalt hier, Minusgrade. Und das hier ist 33 Grad warm. Ja, okay, gut, die Leiter ist 163 Grad warm. Es kann auch sein, dass es daran liegt, dass hier dieses heiße Gestein reingefallen ist. Das ist ja auch heiß. Das sind ja auch hunderte Grade gewesen. Vielleicht liegt das daran, dass es da kurz verdampft ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kannst du mit der Rakete zu anderen Planeten fliegen und da eine zweite Kolonie bauen? Nee, das geht nicht, aber ich kann Forschung betreiben. Also, wir haben ja hier diese Sternkarte, so. Huch, auflassen bitte. Genau, wir haben ja hier die Sternkarte, da kann man ja auch hochscrollen. Da haben wir ja diese Himmelskörper jetzt schon entdeckt mit unserem Teleskop. So, und jetzt können wir halt Missionen starten zu diesen Himmelskörpern. Da kriegen wir auch wieder Forschungspunkte, die wir wieder mit zurücknehmen. Und mit den Forschungspunkten können wir dann die fortschrittliche Forschung von den ganzen anderen Teilen hier machen. Die wir jetzt aktuell noch nicht machen können, weil uns da der Stuff fehlt dafür. Der Right Stuff fehlt uns dafür, also diese Forschungsdinger. Und das ist so der Plan. Und Ressourcen kann man auch mitnehmen wieder. Und mir wurde schon gesagt, eigentlich wäre es geil, wenn man pro Rakete 5 von diesen Modulen hier hätte, von diesen Forschungsmodulen. Weil es irgendwie immer 5 Sachen mitzunehmen gibt. Auf jedem Himmelskörper. Aber gut, haben wir jetzt einfach nicht. Ist jetzt einfach nicht. Wir haben jetzt halt 2. Ich muss eh auch erstmal schauen, wie das System jetzt genau funktioniert. Es ist nämlich alles nicht so einfach. Die Dampfleitung wird durch den Start nicht zerstört. Sehr gut. Aber landet die Rakete dann eigentlich auch wieder an derselben Stelle? Oder landet die dann woanders? Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Aber guck mal, wer hier kommt. Der Stinky. Der Stinky ist hungrig. Der hat nicht gegessen. Der hat nicht gefrühstückt. Unglaublich. So, jetzt wollte ich unten nochmal schauen. Wir haben ja... Ist da Dreck? Oh ja, da ist Dreck. Warte mal, das müssen wir mal wegmachen. Da hat wieder einer hingepinkelt. Unglaublich. Genau, wir haben ja hier diese Rohre gebaut. Hier diese Transportrohre. Wir wollten ja hier noch eine Transportrohrstation installieren. Und da war ja das Ding. Da mussten wir ja darauf achten, dass da oben noch so genug Platz ist für diese Kurve halt. Also hier müsste ja der Boden sein. Das heißt, warte. Wir müssen das jetzt mal machen. Das war sagen. Nicht mit Sedimentgestein, sondern mit Granit. Genau, dass wir hier halt den Boden hinsetzen. So ein bisschen. Genau. Das war ja der Plan, wenn ich mich jetzt nicht sehr irre. Dass wir hier einen Raum bauen, ne? Und dann irgendwie so. Hier zerstört mal hier diese... Entwurzelt mal hier diese ganzen Pflanzen. Das ist ja schrecklich. Nein, nicht auf... Ah! Ach, egal. Entwurzeln! Genau, wir wollen hier eine Dings hinbauen. Noch eine Transportstation. Weil dann können die nämlich auch von oben wieder zurück. Momentan können sie ja nur in eine Richtung traveln, nämlich nach oben, aber nicht mehr nach unten. Hier genau, hier können sie hoch. Aber nach unten können sie ja nicht wieder. Das heißt, nach unten brauchen sie immer noch sehr lange. Was ungünstig ist. Aber was mir auffällt, guck mal, sie nehmen die schnellere Leiter. Er hatte ja gerade quasi die Wahl, ob er hier die Leiter nimmt oder die Leiter. Aber er hat tatsächlich die Leiter genommen, obwohl er auch hätte die nehmen können. Aber die ist halt langsamer. Das heißt, er hat erkannt, dass er hier an der Leiter schneller ist. Hochinteressant. Da sind sie zumindest mal intelligent. Ja, das muss man jetzt wirklich mal... Muss ich jetzt mal sagen. Da sind sie schlau, die Nasenlosen. Da haben sie mal was erkannt von alleine. So, die andere Baustelle war hier dieser Raum. Da mussten wir ja das Dreckwasser abpumpen. Und das läuft jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sich hier aber auch schon wieder ein bisschen gestaut. Das ist natürlich wieder, naja, so semi-gut eigentlich. Hier ist nämlich schon wieder alles voll jetzt. Das heißt, wir müssen schon wieder den Überlauf aufmachen. Und das, obwohl ich ja schon das Salzwasser, diese Entsalzungszufuhr hier, das, obwohl ich die schon zugemacht habe. Unglaublich. Und trotzdem immer noch zu viel. Weil wir jetzt so viel Wasser aus diesen Schmutzwasserquellen beziehen,
dass wir jetzt halt einfach zu viel davon haben. Da müssen wir aufpassen, dass uns nicht die Toiletten volllaufen. Das wäre nämlich maximal schlecht. Wenn alle gleichzeitig kacken und pinkeln, dann kann das durchaus passieren, dass uns die Toiletten überlaufen. Wenn das nicht mehr schnell genug abfließt. Momentan geht's noch. Ja, hier staut sich schon ganz schön. Hier an der Kreuzung. Das ist schon ganz schön eng hier. Die Duschen. Ah ne, genau. Das ist ja eine Hochführung. Das sind nicht die Duschen. Ja, alles gut. Ne, ist noch nicht kritisch. Aber müssen wir im Auge behalten auf jeden Fall. Sollten wir nicht unterschätzen. Hier haben wir genau auch das Problem schon wieder beim Dünger. Das ist ja ein Kreislauf hier, wo ein bisschen was abgezweigt wird. Aber hier staut es sich auch schon ein bisschen zurück. Irgendwann kann es nämlich dann sein, dass es hier dann nicht mehr durchgeht, wenn wir Pech haben. Naja, müssen wir schauen. Ich lasse mal die Zeit schneller ablaufen. Haben die jetzt eigentlich da oben... Haben die das jetzt eigentlich schon gemacht hier? Nee. Unerreichbare Baustelle. Ja, mit Jetpack kommen sie da hin eigentlich. Ich hoffe, die kommen hier durch diese Tür durch. Also, ich hoffe, die machen das hier unten auch. Machen wir Beschleunigung an. Die langsame Leiter können sie nicht nehmen, da unten drei Leitern fehlen. Ach so. Ah, habe ich sie zu früh gelobt, oder was? Dann sind sie doof. Es tut mir leid, ich habe sie zu früh gelobt, dann sind sie blöd. Wusste ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Ich dachte, sie sind doch ein bisschen intelligent. Okay, nee, mein Fehler. Zu früh gelobt. Alles gut. Weißt du was, in der Zeit, wo hier die... Sache mit dem Treibstoff noch nicht so ganz durch ist, hoppla, können wir ja mal hier die nächsten Dinger analysieren. Wir können übrigens mit dem normalen Triebwerk eh nicht bis hoch fliegen hier. Also die Sachen können wir gar nicht erreichen. Wir können nur, glaube ich, hier die unteren Stufen hier ansteuern. Die anderen können wir dann erst machen, wenn wir das geilere Triebwerk haben. Also quasi das, wo war das hier? Hier, das Feststreibstoffverbrenner oder beziehungsweise Petroleumtriebwerk. Und dann gibt es hier noch Wasserstofftriebwerk. Mit den dreien können wir dann die jeweils höheren Sphären erreichen. Was mit Oxylit-Boostern komme ich trotzdem hin? Was zur Hölle sind Oxylit-Booster? Wenn ich das jetzt nur wüsste. Ich weiß es aber leider nicht. Das weiß ich leider alles gar nicht. Weil ich das alles noch nicht probiert habe. Weil ich da leider doof bin. Aber ich lerne ja dazu. Das ist ja der Punkt. Ja, das Spiel hat ja eine wahnsinnig steile Lernkurve. Die muss ich noch erforschen, ja? Okay. Dann machen wir das. Wie sieht es eigentlich mit der Energieversorgung aus? Da haben wir auch lange nicht mehr geguckt hier. Petroleum wird jetzt ja an zwei Anlagen gemacht, beziehungsweise kann ja an zwei Anlagen jetzt hergestellt werden. Irgendwas ist passiert. Neue Druckerzeugnisse. Ein Puffglätt und ein Gräber. Noch ein Gräber? Nee, komm, abweisen. Alle abweisen. Was nu? Alle abweisen, sagte ich. Alle raus. Ah, was haben wir denn hier? Guck mal. Das ist ja der Notfallplan hier, ja. Wir haben ja hier den Kanisterbefüller, der hier mit Dampf versorgt wird. Über die Pumpe. Und da können wir Kanister mit Dampf befüllen lassen. So, wenn wir jetzt sagen, wir machen hier oben, neben dem Raumschiff, als Notfalllösung halt, einen Kanisterentleerer. Muss ich jetzt mal gucken, wo bauen wir den denn am besten hin? Erstmal gucken hier. Kanisterentleerer, genau. Wie groß ist der denn? Ah, guck mal, so sieht der aus. Hey, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Der darf natürlich jetzt auch nicht so weit wegstehen, ne? Vielleicht hier so in die Nische bauen. Warte mal, mach das mal noch weg. Vielleicht, wenn wir den hier so hinbauen und dann schließen wir den einfach hier an die Leitung mit an. Würde ich sagen. So als Alternative. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß jetzt nicht, also mir wurde gesagt, wenn der Dampf im Kanister drin ist, dann kann der nicht zu Flüssigkeit werden. Dann ist die Temperatur egal. Ob das so ist, kann ich nicht bestätigen. Ich hoffe, es ist so. Wir werden es sehen. Bringt eigentlich Abweisen irgendwas? Eigentlich kann man doch immer die Ressourcen nehmen. Ja, aber es war ja keine Ressource da. Abweisen ist halt für den Fall, wenn du nichts brauchst. Wenn du den nächsten
die nächste Auswahl sehen willst halt. Wenn die aktuelle Auswahl halt sinnlos ist. Weil warum soll ich mir denn so einen komischen Tweety da holen? Das bringt ja nichts. Also ich denke mal nicht, dass das irgendwas bringt. Warum machen sie denn hier nicht weiter? Unerreichbare Baustelle, ich verstehe das gar nicht. Die machen da gar nichts. Die können irgendwie nicht durch die Tür gehen hier. Die war irgendwie abgeschlossen, die Tür, merkwürdig. Die müssen doch da trotzdem runtergehen können. Verstehe ich nicht. Sie haben doch auch Schutzanzüge. Die Leiter ist nicht erreichbar als Bauort, weil die Nasenlosen leider nicht unter schon gebauten Türen bauen, wenn diese quer gebaut wurden. Oh, wieder so eine blöde Beschränkung. Also muss ich die Tür offen lassen? Oder wie? Müsste es jetzt... Jetzt geht's. Na toll, jetzt verdampft in der Zeit hier das Salzwasser, oder? Obwohl, nee, es geht. Es verdampft nicht. Ist kein Dampf am Start. Nee, alles gut. Nee, dann passt das. Da müssten sie es jetzt ja machen. Hervorragend. Nice. Gut. Dann kann ich den Kanisterentleerer hier in die Ecke stellen. Den machen wir mal nicht aus Blei, den machen wir mal aus Stahl. Damit er auch ein bisschen die Temperatur abhalten kann. Und dann würde ich sagen, der hat ja gar keinen... Müsste der nicht eigentlich in der Lage sein, hier über eine Gasleitung das Gas dann rauszulassen, was wir da einfüllen? Oder wie ist das dann? Ach nee, der lässt das dann einfach in die Umwelt raus, oder? Das Gas. Ja, das ist ja nicht das, was wir brauchen. Er entlässt es in den Raum. Ja, scheiße, das ist ja dämlich. Warum denn so umständlich? Warum dich einfach in ein Rohr reingeben, sodass man dann entscheiden kann, ob man es in ein System drin haben will? Oh. Schnell die Leiter bauen. Priorität 9. Bitte. Nein, jetzt haben die da unten gelassen wieder. Bitte sag mir, dass sie das bauen kann selber. Okay, das geht. Na, Gott sei Dank. Da ist nämlich gerade Feierabend gewesen. Die lassen sie wieder einfach da hängen, weißt du, so. Oh ja, ich gehe jetzt mal Feierabend machen. Tschüss, du kommst ja da zurecht da unten. Unglaublich, ey. Das ist so unglaublich krass. Das sind solche kleinen Kameradenschweine, ey. Wenn die in den Feierabend gehen, dann kennen die gar nichts, ey. Ne? Dann kennen die keine Freunde mehr, ey. Dann ist denen alles egal. Hauptsache Feierabend. Hauptsache chillen. Unglaublich. Ja toll, jetzt muss er auch noch nach Hause laufen hier. Ah, da ist ja Salzwasser, das müssen wir wegmachen. Es scheint ja nicht zu verdampfen hier, das Salzwasser da drin. Und es wird aber auch nicht wärmer, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ist also erstmal okay. Ich und nach mir die Sintflut, ja genau. Aber so richtig, das ist denen ihr Motto, nach mir die Sintflut. Sobald die Essensglocke läutet, sind sie alle weg und machen nichts mehr. Ist auch so geil, ey. Nicht schlecht. Na gut, jetzt müssen sie erstmal pennen und dann... Dann nützt uns das Ding ja hier gar nichts. Das nützt uns ja dann gar nichts hier. Das ist ja voll sinnlos dann eigentlich so. Oh, hier fließt wieder Dampf rein. Na toll, jetzt haben wir hier überall Dampf. Aber ist ja egal, Hauptsache hier die Öldings läuft. Es sieht gut aus. Es war ja wichtig, dass wir hier noch ein bisschen mehr Öl fördern können, auf jeden Fall. Das war ja so ein bisschen ein Engpass jetzt schon langsam wieder geworden. Jetzt müssten wir eigentlich genug Öl haben, um die Generatoren durchgehend betreiben zu können. Wir können vielleicht sogar noch einen weiteren aufstellen. So, jetzt könnt ihr da unten, genau, X-Lutsch ist am Start, macht jetzt hier die Treppe fertig, die Leiter. Und dann kann er gleich mal da weggraben. Das kann ja wohl nicht sein, dann haut er wieder ab, ey. Da! Hallo, ja, ha! So, wir müssen hier noch die Seite noch ein bisschen frei machen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen hier so. Mal hier noch so, hier so, hier machen, so. Und machen hier, machen und tun. Schön machen. Damit der Wasserspiegel hier ein bisschen sinkt. Genau, dann verteilt sich das hier so ein bisschen. Nicht schlecht. Ja, warte mal, halt, stopp. Stopp, halt. Nicht. Es reicht. Ist okay, müsste nicht alles kaputt machen. Stopp. Ihr macht jetzt mal schon mal. Ihr macht jetzt mal
Hier frei. So, und dann bauen wir... Wo bauen wir denn die Pumpe hin? Ich hoffe, das hält hier noch ein bisschen. Das sieht so brüchig aus. Genau. Wir machen die Pumpe hier so hin, würde ich sagen. Hier ist ja auch schon ein bisschen Dampf. Dann können wir den gleich mit abnatzen. Und, warte. Mach das mal gleich... Mach das mal gleich so. So. So, die Gaspumpe kann ja in der Luft hängen. Die kommt dann mit Stahl, genau. Die kommt dann hier hin. Und dann brauchen wir noch ein Energy-Kabel. Muss ich mal kurz gucken. Geht hier noch was? Ja, da geht noch was. Sehr gut. Da können wir die Dings mit dranhängen. Dann ziehen wir das mal hier nach unten. Nehmen Sie es nach unten. Und gleich mal daran dengeln. Genau. Und mit dem Schalter würde ich das jetzt machen noch. Moment, das ist... Da, Schalter, den kann ich ja selber betätigen dann. Muss mal gucken, wo baue ich denn den am besten hin? Kann der heiß werden und dann nicht mehr funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich setze ihn jetzt einfach dahin. Keine Ahnung. Warte mal, aus Eisenerz. Nee, warte mal, den machen wir mal aus Goldamalgam wenigstens. Ich habe keine Ahnung, ob ich darauf achten muss oder nicht. Nicht, dass er mir zu heiß wird und dann geht es nicht. Und dann haben wir nur Probleme. Genau, er macht Aufnahme, genau, wird gerade gefragt. Ich bemühe mich aber natürlich trotzdem ein bisschen zu gucken auf die Tipps. Bau die Pumpe nicht unter das Triebwerk. Unter dem Triebwerk 4 Felder breit und 8 Felder tief wird die Umgebung aufgeheizt. Aber doch nur, wenn es startet, oder? Es ist egal, dann ist die Pumpe halt mal kaputt, da wird sie halt repariert. Ist egal, ist okay. Ist nicht schlimm. Ich meine, wie oft starten wir das Ding? Ich meine, wenn wir zu jedem Planeten dreimal fliegen müssen, zu jedem Himmelskörper, um den komplett zu erkunden, dann sind das ja für die erste Ebene 6 Starts. So, da müssen sie die Pumpe 6-mal reparieren. Das sind 6-mal... Wie viel brauchen sie da an Stahl? 50 Einheiten? Ja, gut, das ist natürlich... Ja, ja. Aber warte mal, wenn wir da Bunkerziegel drüber bauen, ist das dann auch kritisch? Wenn wir hier jetzt Bunkerziegel bauen, es geht trotzdem durch? Das ist ja doof. Aber warum denn? Ist doch eine Mauer, das verstehe ich immer nicht. Die Logik verstehe ich dann immer nicht. Das ist doch eine Mauer eigentlich, eine undurchdringliche. Deswegen heißt es ja Bunkerziegel. Das ist ja maximal unlogisch. Naja, okay, dann ist es eben so. Ist Oni, ja, ich merke schon, das hat so seine eigene Logik. Eine Wand ist keine Wand. Sehr merkwürdig alles. Naja, kann man nicht ändern. So, ich hoffe, die holen dann mal einen, der ein Jetpack hat, damit er das hier mal machen kann. Das ist alles nicht so einfach hier in diesem Oxygen Not Included, ich kann es euch sagen. Aber wir haben hier gleich wieder eine neue Forschung abgeschlossen. Oder auch nicht. Oder doch? Oder ja? Ich glaube ja. Haben wir was bekommen? Ah, was ist das? Organische Masse, was? Schleim, Alge und verschmutzter Sauerstoff. Mann, da gibt es ja ganz viele tolle Sachen. Herrlich. Analysiere Objekt. Genau. Ah, guck mal, da ist noch einer mit Jetpack. Hier, du musst da mal da hochfliegen und das da mal machen. Flieger, grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Und jetzt tu dein Werk, du Knecht. What? Rauf, runter, herrlich. Ja, schön, schön in die Suppe fliegen, genau. Ich bin mal echt gespannt, ob das klappt. Wieso stellst du... Was? Wieso stellst du dich nochmal Batterie neben deine Solaranlage hin, damit du mehr Strom speicherst und gewinnst? Hey, ich hab doch ganz viele Batterien hier. Eine intelligente und 3 große. Das ist doch gar nicht so wenig. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich behaupte das jetzt. Ah ja, guck mal, was wir hier haben. Da wollen wir doch auch noch weitermachen hier an der Stelle. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Und dann machen wir hier, graben wir hier mal frei und wischen mal das Salzwasser da weg. Das geht nämlich aktuell gerade noch nicht. Und dann stellen wir hier mal die Transportdings auf. Oh yeah, guckt euch das an, da wird gemeißelt.
Da wird ordentlich gemeißelt hier. Ich habe unter meinen 30 Solarzellen etwa 100 Batterien. Ja, ich habe aber noch nicht mal 30 Solarzellen, hallo? Ich habe hier gerade mal 3. Und da bin ich ja mit 3 Batterien schon gut dabei jetzt eigentlich. Erstmal. Ja, schön, warum kann denn hier der Flieger nicht mal hier das bauen da? Das ist schon wieder so eine Organisationseskalation. Hier, du bist doch nicht fertig. Oh. Gah. Da ist wieder keiner da, der das machen kann. Und dann ist wieder. Ja, hier jetzt wieder hier, unerreichbare Schaustelle. Nimm, nimm, nimm. Mehr Batterien, mehr Solarzellen. Ja, mehr von allem. Können wir natürlich machen. Irgendwann mal. Geht das schon. Mehr von allem. Prio hoch, ja, naja. Kann man natürlich mal probieren, ob das geht. Ob dann der Fliegermensch da auch mal hingeht und das macht. Da muss sich nochmal einer den Anzug auch mal anziehen hier. Ach ja, guck mal, stimmt. Wir hatten ja hier auch noch den Ölstrom-Dings. Petrol-Dings, Strom-Dings. Wie, warte mal ganz kurz. Wie hatten wir das hier nochmal geplant? Wir wollten das mit hier nach oben nehmen, ne? Nehmen Sie es nach oben, glaube ich. Aktuelle Last 2400. Wir wollten das hier ersetzen durch die Starkstromkabel-Dings. Die können ja nicht, die krassen Kabel hier, die können ja wieder nicht in die Wand gelegt werden hier. Ah, da muss ich ja die Dinger hier. Auf was können wir denn hier am ehesten verzichten? Auf gar nichts. Auf gar nichts können wir hier verzichten. Scheiße. Nee, das können wir jetzt noch nicht machen. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir das irgendwie vorher nochmal absichern oder so. Keine Ahnung. Ich will jetzt hier den Ölstrom nicht hier ranhängen. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Außerdem muss der ja auch an die Automatisierung angeschlossen werden noch. Hier, mach mal da noch ein Dings hin. Ah, warum geht das nicht? Entfurzeln. Entfurzeln hier. Mach das mal auf noch. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Geht mal bitte einer da hoch und zieht sich mal den Anzug an und macht das dann mal, diese ganzen Sachen. Oder ziehen die sich immer nur den Anzug an, wenn hier unten keiner mehr übrig ist? Wenn ich das nur alles wüsste. Okay, zu viel Flüssigkeit. Können sie wohl nicht wischen hier? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Wischen impossible ist hier. Ist ja doof. Ist ja maximal doof. Und das ist auch doof hier. Ah, jetzt haben sie die Pumpe am Start. Oh, blockiert. Warte mal, mach erstmal Pumpe aus. So. Erstmal deaktivieren. Rohr blockiert, kein Strom. Ideale Voraussetzung, würde ich sagen. Wie warm ist das Rohr? 45 Grad. Na, ich bin mal gespannt, ob das so... Ist es vielleicht... Vielleicht ist es gar nicht so schlau, da ein ISO-Rohr zu nehmen, ganz ehrlich gesagt. Weil wir brauchen ja... ein warmes Rohr eigentlich. Dann ist jetzt wieder die Frage. Guck mal, das heizt sich auch nicht auf. Ich will mal was probieren. Wir nehmen mal, genau, thermisch reaktiv. Wir nehmen mal hier normale, zumindest hier erstmal auf dem Streifen. Ich will mal den Vergleich sehen zwischen ISO und thermisch reaktive normale Rohre. Weil wir brauchen ja Wärme da an der Stelle in der Leitung. Das muss ja warm sein. Wenn das kalt ist, die Leitung, dann kühlt sich ja auf dem Weg nach oben der Dampf wieder ab und wird zu Flüssigkeit. Dann bricht ja das Rohr wieder. Das wollen wir ja nicht. Das muss ja bis hier hinten hin, muss es ja heiß bleiben. Ein warmes Rohr, genau. Wir brauchen mindestens ein warmes Rohr an der Stelle. Das ist schon eine ganz schöne Wissenschaft, will ich mal sagen, hier mit der Rakete. Es ist schon nicht so einfach. Warum fliegen die überhaupt mit Dampf? Wir haben so viele brennbare Flüssigkeiten hier, die abfackeln können. Dann nehmen sie Dampf. Unglaublich. Das ist so ineffektiv. Wir könnten sie doch auch einfach gleich mit Petroleum oder mit Öl hochschießen. Das geht doch. Und warum arbeitet hier eigentlich keiner dran? Ist das irgendwie prioritätstechnisch? Okay, hier irgendwie macht hier keiner was. Aber die Anlage ist angeschlossen eigentlich.
Ja, da läuft's auch. Hochinteressant. Wie sieht's denn jetzt hier mit dem Öl aus eigentlich? Okay, da kommt auf jeden Fall was raus. Ja gut, man hat jetzt hier natürlich schon 1, 2, 3, 4 Stationen, wo ein Nasenloser dran stehen muss, ne? Aber man sieht hier schon, ein bisschen Überschuss an Petroleum ist jetzt wieder da. Wir haben einen Strich voll gemacht beim Lagerbehälter, das ist schon mal gut. Das ist nicht mehr zu wenig. So, jetzt gucke ich mir wieder oben, wie sieht's da aus? Eventuell 27 Stunden Tage. Ah, jetzt hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wird das jetzt warm? Das Rohr? Schwer zu sagen. Weltraumeinwirkung ist aber am Start. Komischerweise ist das ISO-Rohr wärmer als das Rohr daneben. Das verstehe ich auch irgendwie nicht. Warum ist das ISO-Rohr wärmer? Weil ich meine, es wird... Zumindest hier wird es wärmer. Langsam, aber sicher. Aber bei der Geschwindigkeit wird das eine Weile dauern. Ich meine, die Leiter daneben, die ist ja auch warm. Die ist ja auch 183 Grad. Da muss das Rohr doch eigentlich auch warm werden, oder nicht? Da hat Tayan gleich mit Prime abonniert hier. 3 Monate schon. Dankeschön. Das Rohr wird kaputt, sobald du das erste Mal befüllst. Beim zweiten Mal nach der Reparatur bleibt es ganz, okay? Außer es ist kurz genug. Alles klar. Ich bin gespannt, was passiert. Noch haben wir ja kein Gas da jetzt drin. Ich mach mal hier jetzt noch die Ziegel weg. Genau, und dann müssen wir ja schon hier aufmachen. Und uns erstmal schon hier hingraben. Oder nicht? Ich mach mal die Pumpe an. Ich will mal gucken, was macht die eigentlich im Vakuum? Pumpt die dann überhaupt? Rohr blockiert heißt in dem Fall jetzt, das Vakuum blockiert die Pumpe, oder? Weil da ist ja jetzt nichts zum Abatmen hier. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier aufmachen. Dann lasst uns das doch mal probieren jetzt. Wir können ja... Ah ja, genau. Wir müssen ja hier auch noch... Wir müssen ja bis hier auch weggraben noch. Was ist jetzt los? Ach so. Ich wollte gerade sagen, hier, das muss ja noch weg und das muss ja auch alles noch weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Rohr muss erst ver... Ah ja, stimmt, scheiße. Ja, stimmt, stopp, stopp, stopp. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Nichts machen, nichts machen, nichts machen. Stopp. Aber die Dinger können wir trotzdem schon wegmachen. Warum kommt denn hier mal keiner? Hier, ich brauche so einen Flieger-Heini. Wo sind die hier alle? Ah, jetzt hier, Ari kommt. Ari Schwarzenegger muss es jetzt reißen. Wehe, es ist jetzt gleich wieder Feierabend. Ich soll das jetzt fertig machen. Und eskaliere ich hier noch. Sonst wird hier offiziell wegeskaliert alles. Den hier machen wir gleich, machen wir dann zum Schluss erst weg, wenn der hier weg ist. Was guckst du? Was guckst du? Arbeiten! Unglaublich. Ah, jetzt hier. Jetzt läuft das. Sauber, sauber. Schön bauen, genau. Nice! Teamwork! Echtes Teamwork, meine lieben Freunde! Das Rohr muss fertig werden. Double Team hier. Jawohl. Komm schon, zieh. Zieh am Rohr. Yes. Oh, pünktlich vom Feierabend. Das ist Timing, meine lieben Freunde. Das ist Timing. Da treibt es mir direkt die Gänsehaut auf die Stirn. Nicht schlecht. Sauber. Ja, dann brauchen wir hier jetzt dann noch... Da müssen wir das noch wegmachen. Dann kann das hier nach unten rutschen. Liegt dann erstmal hier. Dann können wir hier aufmachen. Was saugt jetzt eigentlich gerade die Pumpe ab? Die saugt gerade Vakuum da rein. Kohlendioxid. Aber, hä? Was passiert denn, wenn da jetzt Kohlendioxid reingepumpt wird? Warum ist da... Wie kann da überhaupt Kohlendioxid drin sein? Wo kommt es her? Da atmet doch keiner. Die atmen doch in ihren Anzug.
Okay, kein Plan, wo das jetzt herkommt. Ich deaktiviere mal die Pumpe. Dann müssen wir ja da einen Gasfilter installieren jetzt. Wenn da Kohlendioxid jetzt aufsteigt. Sonst pumpen wir ja das falsche Gas da rein. Aber das scheint den nicht zu stören irgendwie. Das wird auch nicht eingelagert. Inhalt nichts. Gut zu wissen. Da brauche ich keinen Gasfilter. Probieren wir es mal ohne. Wir gehen mal das Risiko ein und probieren es mal ohne Gasfilter. Ich bin gespannt. Der Jetanzug emittiert CO2. Ach so, ja, das ist natürlich, das erklärt einiges, ja. Wenn da zwei Leute mit Jetanzug am Start sind, dann sinkt das ja. Ja, okay, verstehe. Aber gut, es scheint ja keinen Schaden zu verursachen und es wird auch nicht eingelagert. Es wird einfach dann gelöscht anscheinend, wenn das in der Rakete drin ist. In dem Triebwerk. Wenigstens ein Vorteil, da müssen wir keinen Gasfilter noch bauen. Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!